So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was ist mit meinem Handy? Frau Liesbubt hier. Skyline Truck Driving Simulator. Freie Fahrt diesmal. Und auch ein bisschen länger, dafür aber nur eine Folge pro Tag. Und ja, die Folge wird jetzt, wie gesagt, eine halbe Stunde gehen. Aber nicht länger. Zumindest nicht viel länger. Weil ich habe Ampol auf der Pfanne. Und das geht mir sonst nach Brandenburg. Und ich lebe bereits in Brandenburg. Wäre also nicht so geil. Da muss nämlich einmal um die gesamte Welt gehen. Was steht da? So, was ist eigentlich das hier? Auslieferung. Wie machen wir das hier? Bonus. Diese Fahrt ist besonderer Bonus, das nicht jedem zugänglich ist. Ein Besuch beim Skyliner Demo Center im schwedischen Södertrandsjärnet. Nur einen kurzen Sprung vom Scania Produktstätte entfernt, liegt ein Rundkurs, auf dem Scania seine VIP-Gäste mit seinen Fahrzeugen begeistert. Heißt das jetzt, dass es nicht für jeden zugänglich ist, dass es Teil dieses Extended? Also, ich habe ja Scania Truck Driving Simulator Extended. Also Version 1.5. Ist das jetzt damit gemeint, dass nur die Leute, die dieses Extended Add-on dran haben, das hier haben? Oder wie jetzt? So, oh, da vorne dreht sich ein Scania-Symbol. Seht ihr das da bei dem roten LKW? Lol. So, wir haben einen grünen Punkt. So, das sind jetzt wohl ganz frei befahrbare Strecken, wo man machen kann, was man möchte. Mich interessiert aber dieses Symbol da. Kriege ich jetzt ein Eis, wenn ich das Ding umfahre? Oh, okay, es gibt 10 Stück davon. Huhuhu, ich will sie alle finden. Yay, Achievement. Digga. Also immer mit einem Auge wachsam bleiben und mit dem anderen Auge wegschlafen. So, wir fahren zu dem grünen Punkt, der ist da vorne. Um einen neuen Auftrag anzunehmen, koppelt den hervorgehobenen Auflieger an. Ah, okay, da ist ein Auflieger. Ah, Symbole. Ha? Also, ach cool, da sind noch mehr Strecken. Ah, kann ich da rauf? Da hinten kann man langfahren. Hä? Demo-Center, 10 Punkte, Parkplatz. What? Whatever. Ach, guck mal, wir haben oben rechts 3 Punkte. Aha. Was auch immer das bedeuten mag. Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, davon ist noch so ein Kreisdings, der Bums da. Mitten auf der Straße. Sehr gut versteckt. Sehr gut versteckt. Hätte ich nie gefunden, wenn ich nicht direkt drauf geachtet hätte. Oh. Hoffentlich kommen die anderen auch so schnell. Ach, guck mal, unten ist eine Ziellinie jetzt. Da so ein Punkt mit so Schachbrett. Die Frage ist, wo kann ich mit diesen Dingern überall rechnen? Tauchen die jetzt überall einfach random auf? Oder sind die platziert an festen Orten? Oder kann ich da hinten, kann ich da jetzt rüberfahren? Ich würde es gerne mal probieren. Leider gibt es bei dem Spiel kein Quick, oder? Gibt's, bevor ich irgendwelche komischen Sachen erzähle, erstmal gucken. Quick Save? Quick Save? Nö, sehe ich zumindest erstmal nicht. Was ist dieses automatische Parken? Dass es hier aber auch kein Tooltip gibt. Gibt's im Baumarkt. Automatisches Parken. Haben wir irgendwas auf P? Ja, P ist Scheinwischer, brauchen wir nicht. Mal kurz hier P. Für Parken. Versteht man. Macht genau gar nichts. Geil. Wuhu. Ey, ich bin begeistert. Wenn ich jetzt hier langsam irgendwo lang fahre und jetzt P drücke.
Passiert auch nichts. Passiert einfach gar nichts. Wow. Ja, was soll man dieses automatische Parken ist? Ich dachte, er fährt mich dann automatisch so autopilotmäßig zum nächsten Parkplatz. Natürlich habe ich das nicht gedacht, aber das ist das Einzige, was mir einfällt, was es sein könnte. Aber halt, macht halt keinen Sinn so. Ah, das ist noch ein Symbol. Okay, ich glaube, wir kriegen die 10 Symbole schneller als gedacht. Das ist laut. Wie der LKW rumeiert, wenn du um die Kurven fährst. Physics on its finest. Ich sag's euch. Ah, das ist ja... schlimmer als meine Grammatikkenntnisse im Englischen und im Deutschen. Im Deutschen bin ich auch nicht besser. Aha. Es war einmal ein langer Tag. Ich will auf die ganzen Nebenstraßen rauf. Oh, ein bisschen Offroad fahren. Klingt nach Spaß. War da gerade ein Symbol? Da war gerade so. Ach, guck mal, hier ist eins. Leg doch mal. Ja. Oh, Alter, bremst doch mal. Brr. Ich glaube, da hinten war auch eins. Oder? Ich glaube, zumindest eins gesehen zu haben. Hier mag den Bäumen auf der linken Seite der Straße. Oder war das blaue Schild da vorne? Nee. Nee, jetzt keins. Schade eigentlich. So, jetzt fahre ich natürlich erfolgreich gegen die Fahrbahnrichtung. Auch interessant. Halt, stopp, halt! Erstens, da war gerade ein Symbol. Und zweitens ist die Straße gesperrt. Da. Aber die Straße ist gesperrt. Aha. Yay, wir können Offroad fahren. Woohoo, geil. Oh, ist das cool. Scheiß auf die Quest. Interessiert gar keinem. Ist eh freies Fahren. Oh, cool. Na gut, ich meine, so viel Offroad ist es jetzt nicht wirklich. Es ist einfach nur Kiesweg. Aber, wer weiß. Vielleicht wird es noch spannender. Langweilig. Okay, hier glitzern komische Texturen auf. Und hier sitzt ein... Hä? Laut der Map geht hier nach links ab. Aber da ist ja gar keine Straße, die nach links geht. Ist ja interessant. Boah, Alter. Liebe Offroad, Baby. Oh, hier PNG-Wall. Geil. Oh, hier geht's wieder runter. Muss ich jetzt auf die Straße unten oder muss ich hier einfach nur... Ich kann gar nicht auf die Straße unten. Da ist Betonweg. Ich versuche mal hier runter zu fahren. Oh. Wow. Gibt es hier eigentlich ein Schadensmodell? Nee, ne? Ist hier gar kein Schaden. Also bei ETS 2 hätte ich jetzt schon direkt voll Schaden. Ach, guck mal doch, hier ist eine Straße. Ah, hier geht eine Straße lang. Aber die geht im Boden lang. What the hell? Ich bin entzückt und verwirrt zugleichermaßen. Hey, oh, davon ist jetzt offen. Cool, let's go.
Frei. Oh, doch noch, doch nicht. Kann ich die Mauer wegschieben? Ich weiß nicht gerade das Konzept von diesen Nebenstraßen nicht. Hat man vielleicht schon gemerkt, kann ich hier lang fahren? Oh, also, ja, komm. Ich guck mal kurz den Auflieger ab. Da mit dem Auflieger macht er gar keinen Sinn. So. Lass mich vorbei. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh, diese. Ja, diese Lenkung, ey. Hoffentlich gibt es hier wirklich kein Schadensmodell, Alter. Sonst muss ich nicht gleich zur Werkstatt. Aber ich hätte schon längst Vollpanne. Ja, ich glaube, das ist eine Alpha-Wand. Oh gut, ich kann noch. Ich hab doch den Hacker-Modus. Übrigens geht die Hacken genauso wie in allen anderen auch. Du hast halt eine Config-Datei. Und in der kannst du einfach G-Developer und G-Konsole auf 1 stellen und schon bist du in der Straße. Okay. Okay, also sind doch nicht alle grauen Straßen befahrbar. Werde ich jetzt irgendwann mal respawned oder falle ich jetzt einfach unendlich weit? Ich glaube, ich fall unendlich weit. Ich sehe die Stadt gar nicht mehr. Okay, man kann. Das heißt, dieser eine Streckenabschnitt da war nur deswegen befahrbar, weil er dieses Logo war. Und nicht, weil alle Strecken befahrbar sind. Aber guck mal, hier hinten ist noch eine Strecke. Ich geh jetzt mal steil nach oben, Digga. Hier hinten. Ist das befahrbar? Ach nee. Okay, die sind also gar nicht alle befahrbar. Die sind hier. Ist nicht mal ausgebaut. Ja, okay. Na gut. Schade, aber dem ist dann wohl so. So, wo gehen wir hin? Wir gehen mal nach. Wo ist eigentlich unser Auflieger hin? Achso, der ist noch da, wo wir ihn abgestellt haben, kann das sein? Der Auflieger kommt nicht mit. Weil bei ETS 2 ist es ja so, wenn du dich warpst, wenn du dich teleportierst, wird auch automatisch dein Auflieger mit teleportiert und wieder eingekoppelt. Das scheint hier aber wohl nicht so zu sein. Das heißt, jetzt müssen wir hier wirklich unseren Auflieger abholen. Lol. Egal, wir fahren uns ohne Auflieger. Ich will jetzt die 10 Symbole haben. Scheiß was auf Quests. Wir haben genug Quests gemacht. Das ist der Auflieger. Ja, du hässliches Teil, du.
Da bin ich mal gespannt, wo wir noch auf Liga sind. Also man kann da scheinbar nicht durchfahren. Oh, das ist ein... Achso, da soll der Auflieger hin. Dachte, da ist noch ein Auflieger bereit. Weil bei der freien Fahrt, also bei der anderen freien Fahrt, da kann man nämlich mehrere Auflieger ankuppeln. Aber hier ist aber immer nur einer mit ein... Ach! Einer mit einmal. So, gucken wir noch hier in das Gebäude. Oh, geht er lang? Oh, wir passen lang. Oh, okay, dann ist nix. Schade eigentlich. So, wie viel haben wir jetzt? 6 von 10 oder 7 von 10? Hm, wo könnte noch einer sein? Hier ist eine große Einbuchtung, auch geil. Aua! Diese Alpha-Wände, ey. Das muss aufhören mit diesen Alpha-Wänden. Oh, das Haar, da ist einer. Das ist ein Symbol. Ich hätte gerne eine spielübergreifende Mod, die man einfach so auf dem Rechner installieren kann, in der Grafikkarte, wobei die Physik wird von der Grafikkarte berechnet. Ach, jetzt haben wir 7 von 10. Einfach so eine spielübergreifende Mod, die man sich auf dem Rechner zieht und dann werden aus allen Spielen alle Alpha-Wände entfernt. That's my fucking... Das ist noch ein Symbol. That's my fucking dream. Kann man eigentlich die Autos wegschieben? Nö. Unzerstörbar, genauso wie unser LKW. Also nicht nur zerstörbar, sondern vor allem auch unwegschiebbar. So, wir müssen noch 2 Symbole finden. Wir haben noch eine Viertelstunde haben wir noch. Hier auf dem Gelände waren ja bisher schon relativ viele, ne? Von daher will ich hier noch gar nicht so schnell weg, aber wir haben da noch eine andere Hälfte der Map, die wir noch gar nicht aufgedeckt haben. Vielleicht sind auch da wieder welche. Deswegen will ich jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir fahren mal erstmal kurz die Strecke ab. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Fahre ich gerade in die Richtung? Oh, wer weiß das schon. Okay, also hier sehe ich erstmal nichts und da hinten ist Zaun. Kann also auch gar nicht weiter. Oh, hier ist eins. Haha. Komm, noch ein Schild müssen wir finden. Das schaffen wir doch locker. Das schaffen wir doch locker. Macht die Ohren auf, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was für ein Vollidiot ich bin, weil ich das für 10. Symbol nicht gefunden habe. Obwohl ich 30 Mal dran vorbeigefahren bin. Wetten? Please don't. Please don't hate me. Boah, wo geht's hier lang? Halt, wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Auch schon wieder so eine gesperrte Straße. Fahr ich jetzt eigentlich hier mit der Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung? Ich glaube, ich fahre gegen die Fahrtrichtung, oder? Ist aber auch egal. So, hier genau, hier geht's weiter. Halt, ich wollte Außenansicht. Ach. Warum sind hier die Tasten anders belegt? Das ist so dumm. Die 1 ist die Innenansicht, das ist so wie bei allen anderen. Aber alle anderen Tasten sind komplett anders belegt hier. Also ich sehe kein Symbol. Aber hier drin ist wieder Schleichweg. Guck mal, das ist wieder Schleichweg. Vielleicht kommt da wieder irgendwie rein. Leck doch mal, Alter, ich leck. Digga, ich fliege gerade. Habt ihr gerade gesehen, wie der gerade geflogen ist? Das war wie so ein Luftballon. So überhaupt keine Schwerkraft, whatsoever. What the fuck, boy? Aber ich sehe kein 10. Symbol, scheiße. So, jetzt sind wir wieder bei Gebieten, die wir bereits kennen. Glaube ich. Doch, genau, hier vorne sind wir viel lang gefahren. Guck mal, hier geht's rein. Ich glaube, hier geht's rein. Ach, scheiße. Irgendwie dachte ich, dass der Baum, weil er nur 2D ist, durchfahrbar ist. Ach nee, ist eine Alpha-Wand. Kann das sein?
Digga, die Wand greift an. Holy shit. What have I done? Gott, ich fahre mal. Ich weiß gar nicht, welche Richtung ich jetzt fahren soll. Links oder rechts rum? Ich will dieses Synthesabol sehen. Da bremst, lenkt doch mal. Alter, oh mein Gott. Ich habe gerade auf Anschlag nach links gelenkt und der hat halt gar nicht gelenkt. Einfach gar nicht. So, wo ist jetzt die Außenansicht? Gibt es überhaupt eine Außenansicht? Ach doch, hier. Okay, also die Außenansicht ist hier die 3. Wenn er was will, schreit er auf, ne? Oh, da ist ein Hirschkratz rechts gewesen. Cool. Hier gibt es sogar Tiere, die man essen kann. So, wenn wir später hier noch ein Symbol sehen, weil hier waren wir ja bereits. Aber auf jeden Fall können wir in der Ansicht viel mehr sehen. Hätte ich gleich in der Ansicht machen wollen. Vielleicht sollte ich den rechten Spiegel deaktivieren. Dann kann man vielleicht noch mehr sehen. Na gut, hier hinten waren wir ja bereits. Das bringt also gar nichts, hier nochmal lang zu fahren. Wobei, ich mach trotzdem nochmal lang. Guck mal, hier geht's doch hoch. Oh, nee. Nee, wohl doch nicht. Ja, da muss das letzte Symbol ja auch irgendwo auf dem Feld sein. Also, da auf dem großen Parkplatz. Das ist das einzige, wo sich so ein Ding noch verstecken kann. Da ist es! Da hinten! Ihr habt's gesehen! Oh mein Gott! Und jetzt? Ich dachte, wir kriegen jetzt hier einen fetten Pokal oder so. Aber ist ja gar nichts. Muss ich doch wieder auf Liga rumkutschieren. That's very, very sad. Gut, dann holen wir mal schnell unseren Auflieger. Und bringen den Ball an sein Ziel. Mal gucken, was dann passiert. So. Und einmal bremsen. Ah, ist so schön, jetzt wo ich weiß, dass man die Außenkamera, also die, dass man die Kamera umändern kann. Nein. Oh. Ah, guck mal, es gibt einen Radioplayer. Hätte sich die Frage also auch geklärt. So, müssen wir damit mit dem Auflieger nur zurück zum Ziel. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen sollen. Ah, es wird schon. Auf jeden Fall glaube ich mittlerweile echt, dass es in dem Spiel kein Schadensmodell gibt. Also gar keinen Schaden. Sonst wären wir schon längst tot. Seien wir mal ehrlich. Was auch wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass das Spiel so extrem Arcade oder Arcade-mäßig ausgelegt ist. Ich meine, du kriegst halt für Unfälle kriegst halt Punkteabzug so. Wobei jetzt gerade irgendwie nicht. Die Zahl ist immer noch bei 40. Sogar bei 41. Warum eigentlich?
Momentchen mal, kriegen wir jetzt dafür jedes An- und Abkuppeln einen Punkt? Ne, kriegen wir nicht. Schade. Wo kommt denn eine Punkt her? So, dann wollen wir den Auflieger hier mal. Na, da ist der nächste Auflieger. Okay. Also wirklich einfach nur Auflieger von A nach B bringen. That's natürlich very, very sad. Wenigstens müssen wir jetzt wieder in der Richtung, in der Fahrtrichtung fahren, oder? Stimmt, wir sind ja dann vorhin an einem Auflieger vorbeigefahren. Kann sein, dass wir. Ja, eben. Ha, ich würde gerne mal versuchen, alle Auflieger einzusammeln. Leider reicht dafür die Zeit jetzt gerade nicht mehr aus. Und ich weiß nicht, ob man hier speichern kann. Kann man hier speichern? Mal starten, zurück, Option. Nee, kann man nicht. Verdammt. Würde mich mal schon echt hart interessieren. Ich guck mal, ob ich das Spiel mini. Hä? Ne, der Auflieger hier ist neu. Der war vorhin noch nicht da. Okay, das heißt, die Auflieger spawnen tatsächlich. Schade. Weil da hinten um die Ecke, da steht, glaube ich, ein LKW mit Auflieger oder nur ein Auflieger. Irgendwie so. Aber der Auflieger stand hier wohl noch nicht. Oh, es gibt hier tatsächlich Wetter. Guck mal. Wird bewölkt gerade. Cool. Oh, es fängt echt an zu regnen. Ich brauche wirklich einen Scheinwischer. Ich könnte schwören, dass ich hier vorhin auch LKW gesehen habe. Die LKW rumzittert, ey. Aber schon geil. Und der automatische Parken eh nichts gebracht hat. Controller. Das ist Tour. Wo waren das? Scheibenwischer. So. Ich sollte den Scheinwischer vielleicht schon mal anmachen, ne? Ach ja, bei den alten Spielen, da gab es nur zwei Optionen, an oder aus. Gut, wisst ihr was? Ich mache mal ganz kurz hier so und mir mal kurz das Spiel. So. Achso, da passiert ja gar nichts, weil das Spiel immer noch da war. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.